Moinsen und herzlich willkommen bei den Kieler Woche Tagestipps im Jahr 2014. Und 2014, ihr wisst es, ihr habt es mitbekommen im Fernsehen, man kommt ja gar nicht dran vorbei. Fußball-WM, ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Unsere deutsche Nationalmannschaft ist ja noch dabei, spielen ja auch am Sonnabend gegen Ghana. Und was passiert noch am Sonnabend? Ihr wisst es alle, die Kieler Woche geht los. Und da ist natürlich auch ganz Kiel dann im Kieler Woche-Fieber und im Fußballfieber. Das hat auch mich angesteckt. Deshalb möchte ich euch zeigen, was ich alles so am Ball kann. Weil ich bin nämlich eigentlich auch ein ziemlich guter Artist, kann super Freistöße schießen. Glaubt ihr mir vielleicht noch nicht? Ich ziehe mich um und dann beweise ich euch das Ganze. Okay, ich gebe es zu, ihr merkt, Kunststückchen klappen heute nicht wirklich bei mir. Aber wo die wirklichen Künstler stehen, weiß ich trotzdem. Und das zeige ich euch dieses Jahr natürlich auch wieder. Also die Massen drehen durch, wenn ich an der Eckballfahne stehe. Weil die Leute wissen, ich kann Eckbälle schießen, wie sonst nur die Großen konnten. Beckham, Basler haben alle bei mir gelernt. Ich drehe die Dinger aus jedem Winkel ins Tor. Könnt ihr mal schauen? Guck einfach hin. Okay, war jetzt nicht meine beste Ecke, aber die besten Ecken von Kiel während der Kieler Woche, die zeige ich euch jedes Jahr, auch in diesem Jahr. Aber erstmal gibt es einen kleinen Rückblick auf die letzten Jahre. Und ich übe das nochmal. Mann, es geht eigentlich. Also früher in der Jugend hatten alle Angst vor meinem rechten Fuß, weil ich habe einen rechten Fuß, der ist so brutal. Ich habe es mal gemessen, ich glaube, ich kam auf fast 200 km/h. Deshalb, wenn ich am Elfmeterpunkt stehe, wird jeder Torwart zum Zwerg. Seht ihr bei Azad, der ist sonst nämlich 2,40 Meter groß. Okay, das war jetzt nicht so der Knaller, obwohl ich glaube, ich habe ein Loch ins Netz geschossen. Was aber immer der Knaller ist, ist das Abschlussfeuerwerk und davon seht ihr jetzt ein paar Bilder. Und dann verspreche ich euch, in den kommenden Tagen kriegt ihr ein paar andere Videos von mir, die sind dann auch ein bisschen ernster gemeint. Und da zeige ich euch dann wieder die schönen Seiten der Kieler Woche. Jetzt gibt es erstmal noch ein paar Bilder vom Feuerwerk und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ich kann's.